So, hallo, herzlich willkommen zurück. Nächster Versuch, Triller zu schlagen. Aktuell lief es nicht ganz so für uns. Jetzt könnte es vielleicht besser laufen. War auch nur vielleicht. Das wirst du bereuen. Du wirst diesen Tag nicht überleben. Das ändert überhaupt nichts. Also mich freut es wirklich, dass sie manche oder dass sie viele Aspekte eingebracht haben, die sonst ganz schlecht gezielt oft bei Star Wars Spielen meiner Meinung nach fehlen. Aber sie haben, wie soll ich sagen, in vielen Punkten Bullshit gemacht. Gerade hier, also gerade hier im letzten Kampf jetzt, muss ich ehrlich gestehen. Also da bin ich gerade schon immens schwer enttäuscht. Ja, das hast du schon öfters gesagt. Bisher habe ich noch nichts getan. Oh, jetzt haben wir echt eine Chance. Jetzt haben wir echt eine Chance. Ich muss das tun. Es ist vorbei, Triller. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich kenne diese Dunkelheit in dir. Sie frisst dich auf. Jeden Tag entscheiden wir, ob wir sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, Seer. Nein, ist es nicht. Ich weiß, dass meine Entscheidungen dir all deine geraubt haben. Ich hab dich im Stich gelassen, Triller. Ich bin schuld. Und das tut mir unendlich leid. Ich hab dich so sehr gehasst.
Alter, dieses Bild. Nur wenige überleben eine Begegnung mit dem mächtigen Sith der Galaxis. Mit dem mächtigsten Sith der Galaxis, aber ist nicht der mächtigste. Flucht ist die einzigste Chance zu überleben. Darth Vader, der dunkle Lord der Sith, ist eine mysteriöse Gestalt innerhalb des Imperiums. Begegnungen mit diesem maschinenartigen Mann sind selten, meist aber tödlich. Ausgebildet in der dunklen Seite der Macht befehligt Vader die Inquisitoren. Oder eigentlich das halbe Imperium, aber gut. Huiuiui. Wir haben ihn abgehängt. Ich schaff's schon. Sehr. Oh shit. Oh shit. Übergib das Holocron. Das gebe ich euch nie. Abwarten. Ihr werdet die Kinder nie bekommen. So viel Hass. Aus dir wäre eine exzellente Inquisitorin geworden. Sie ist stärker als das. Nein, nein! Ja. Stark mit der dunklen Seite. Zier. Ich kann sie verspüren. Zier, Zier! Hey, hör mir zu. Ihr habt noch eine Wahl. Geschafft. Pass bloß auf, Kerl. Wo sind sie? Ja, da draußen sind sie. Oh, warte, halt, Moment. Verzeihung. Das warst du im Wasser, nicht wahr? Zum Glück bist du okay. Er war die ganze Zeit bei dir. Danke. Was jetzt? Tja, Captain. Ich brauche Ihr Schiff nicht mehr. Ihr Vertrag wurde erfüllt. Danke, Grease. Also, wenn sie nichts ausmacht, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht noch bleibe und sie an ihr nächstes Ziel bringe.
Außerdem sieht der Kleine zu mir auf. Was ist damit? Es hilft uns, den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Die nächste Generation der Jedi. Das Imperium wird sie jagen. Genauso wie sie uns jagen. Das Leben aller Kinder auf dieser Liste wird für alle Zeit verändert werden. Aber nicht durch uns. Ihr Schicksal sollte der Macht anvertraut werden. Und wohin jetzt? Und das war Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, die Reise ist zu Ende. Und es hat einen heiden Spaß gemacht. Ich war nur nicht ganz zufrieden mit dem Ende des Spiels, denn ich weiß nicht, ob ich es jetzt am Ende dann geschnitten habe oder nicht. Ich finde es blöd, dass man sich nicht einen Kampfstil aussuchen kann, weil eigentlich ist es im Star Wars-Universum so, dass jeder Jedi seinen eigenen Kampfstil hat. Und hier wird praktisch erwartet, dass du mehrere Kampfstile hast, um Gegner zu besiegen. Was einerseits natürlich cool ist, weil du verschiedene Arten des Kämpfen lernst. Aber ich muss sagen, ich bin sehr klein auf Star Wars-Fan. Und wenn man sich viel mit Star Wars beschäftigt und sich wirklich hineindenkt in die Materie und viel über die Materie weiß, dann tut's weh, wenn du gezwungen wirst, verschiedene Arten des Kampfes zu nutzen, obwohl du weißt, dass Jedis meistens eigentlich nur einen Kampfstil haben, den sie halt bis ins Detail trainieren. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Das hat mich sehr geärgert am Ende, weil mir das gerade am Ende aufgefallen ist. Der Kampf gegen Malikos, der war gut, hat auch mega Spaß gemacht. Es haben mich alle Kämpfe Spaß gemacht, sofern du wusstest, wie es geht. Wusstest du aber nicht, wie es geht? Fuck this. Bisschen nervig, finde ich. Aber gut. An sich trotzdem geschichtsmäßig und das Spiel im Ganzen eine 7,5 von 10 aus meiner Sicht. Teil 2 wird es meines Wissens geben. Bin gespannt auf Teil 2, weil ich nicht weiß, wie sie die Geschichte weitermachen wollen. Oder was danach kommen soll, weil diese vier Charaktere spielen praktisch danach keine Rolle mehr in Star Wars. Nur um dieses eine Holocron bisher. Weiß ich nicht, wie sie da was drumherum entwickeln, dass sie nochmal eine wichtige Rolle spielen. Was mich interessieren würde, die Vorgeschichte zu Jarro Tapal und die Klonkriege mit Cal an seiner Seite. Halte ich für mega spannend. Was halt am Ende dann gipfelt in der Flucht auf oder nach Bracca. Bis man dann eben zu dem Zeitpunkt vielleicht kommt, an dem es losgeht. Joa. Meine Meinung. Jetzt frage an euch, wie steht ihr denn zu der Folge oder was nicht zur Folge, zum Spiel, zum Verlauf, zur Story, zu den Kampfstilen? Seid auch der Meinung, dass der Fähigkeitenbaum so hätte entwickelt werden sollen, dass man sich eben verschiedene Kampfstile aussuchen kann und sich dann einen eben bis ins Detail antrainieren kann, der natürlich auch andere Sachen beinhaltet, wie Machtstoß, so grundlegende Dinge auf jeden Fall, aber dann halt auch spezielle Sachen, die nur für diesen Kampfstil zugeschrieben werden, mehr oder weniger. Genau. Meine Frage an euch, finale Abschlussfrage. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, sage ciao mit V und wir sehen uns dann mit Sicherheit beim nächsten Star Wars Projekt wieder und ich freue mich riesig drauf. Bis dahin lasse ich euch jetzt hier mit den Credits alleine, sagt ciao mit V und bis zum nächsten Mal hier bei Star Wars Jedi Fallen Order. Teil 2 vielleicht. Tschüssi.